gesehen hat, der krank war, wird man niemals die Krankheit bekommen des anderen, okay? Obwohl eigentlich Krankheit übertragbar ist und weiß nicht was, aber man bekommt sie nicht, weil es Gründe gibt, die Allah subhanahu wa ta'ala gesetzt hat, sodass es eben nicht passiert. Ja? Und das ist die Zusammenfassung, liebe Geschwister, von dieser Thematik, die groß ist. Weil es gibt zum Beispiel einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam bei Bukhari und bei Muslim, der stark darauf hinweist, dass eben Krankheiten überhaupt nicht übertragen werden. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es gibt keine Übertragung von Krankheiten. La adwa, keine Ansteckung. Dann sagte ein Mann, ja Rasulallah, al-ibl takunu sahiha mithl al-dhiba. Wa alaikum salam. Fayadkhulu al-jamal al-ajrab. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es gibt manchmal Kamele, die gesund sind, und manche Kamele, die krank sind. Und dann kommen die Kranken zu den Gesunden und dann werden die Gesunden auch krank. Also er wollte ihm sagen, das ist doch übertragen Krankheiten. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, فَمَنْ أَعْدَ الْأَوَّلِ. Wer hat dafür gesorgt, dass das erste Kamel krank geworden ist? Der erste Kamel wurde nicht übertragen von Krankheit. Okay? Wie dem auch sei, das als ein Hadith, aber wie gesagt, es gibt auch andere Hadithe. Und deswegen, wie gesagt, in Einklang, wenn wir die Einklang verstehen wollen, dann wissen wir, es gibt manche Krankheiten, die übertragen werden, und manche Krankheiten, die eben nicht übertragen werden. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wala safar. Ja? Safar, liebe Geschwister, bedeutet, ist der Monat Safar. Ja? Und manche Araber, also eine Erklärung ist, dass manche haben gesagt, Safar ist ein Monat, bei dem es nicht gut ist zu heiraten oder irgendwas Besonderes zu machen. Ja? Und das stimmt nicht. Das ist also Quatsch. Und das ist wie andere Monate. Und das Gleiche wurde gesagt über Shawwal. Ja? Deswegen hat der Aisha oder der hat so den Leuten erklärt, dass es ja nicht stimmt, weil er hat in Shawwal geheiratet und so weiter und so fort. Der Prophet, sie. Wie dem auch sei, das spielt also keine große Rolle. Und er sagte, jetzt habe ich die Reihenfolge ein bisschen durcheinander gebracht, macht aber nichts. Wala hamata. Al-hama ist auch, ein Hama ist ein Vogel, der aussieht wie der Puma. Und manche sagen, es ist der Puma. Und das ist einfach ein Glaube bei den Arabern gewesen. Sie haben gedacht, wenn jemand ermordet worden ist, dann werden seine Knochen so wie dieser Vogel, werden seine Knochen verwandeln sich in diesen Vogel, den man natürlich nicht sehen kann. Und dann schreit er praktisch diese unsichtbare Seele so lange, bis man endlich sich gerecht hat bei dem Mörder. Ja, so haben sie gedacht. Und das natürlich ist Quatsch. Und somit hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Sache abgesprochen. Und die Sache stimmt also nicht. Ja. Wallahu ta'ala. Ja. Ja. Und dann sagte er sallallahu alaihi wasallam als letztens, wala naw'a. Wir wissen, an-naw' sind die Tabula von der Singular von Anwa und bedeutet die Stationen des Mondes, die 28 Stationen des Mondes. Und sie haben auch gedacht, dass dadurch ein Beweis ist, dass irgendetwas Gutes oder Schlechtes passiert. Wa alaikum salam. Und auch diese Sache ist Quatsch. Und dann sagte der Prophet als letzte Sache, wada rul, wada rula. Und der Rul ist der Plural von Raula und bedeutet auch nichts anderes, als dass manche Leute sich anscheinend eingebildet haben, wenn sie auf Reise gegangen sind, dass der Shaitan irgendwie erscheint in bestimmten Farben. Wallahu a'lam. Wie dem auch sei. Wir haben gesagt, das sind alles Beispiele nur dafür, dass dies alles zum Thema At-Tiyarah gehört oder Shirk gehört oder At-Tatayyur in diesem Fall jetzt. Ja. Dann ist überliefert bei Anas ibn Malik, über Anas ibn Malik, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, La adwa wa la tiyara wa yu'jibuni al-fa'l. Er sagt, es gibt keine Übertragung von Krankheiten und es gibt kein Tiyara, aber was ich gerne mag, ist Al-Fa'l. Al-Fa'l bedeutet, dass man, dann wird, ja, steht so im Hadith, sie sagten, O Gesandter Allahs, komm Al-Fa'l, dann sagte Al-Kalimatu Tayyiba. Und zwar, dann wurde er gefragt, was heißt Fa'l? Dann sagte er, Fa'l bedeutet ein gutes Wort zu hören. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel irgendwas vorhat und dann hört man zufällig eine Person, die etwas Gutes sagt, dann darf man dadurch angespornt werden, aufgemuntert werden, diese Sache zu tun. Aber nicht, dass man glaubt, dass die Sache wirkt, ein Grund ist, dass etwas Gutes passieren wird, nein. Aber man darf
wie ich gesagt habe, aufgemuntert werden und frohen Mutes sein und Hoffnung haben, dass es Gutes passiert, inshallah. Gutes passiert, inshallah. Aber es ist keine Ursache. Ja? Und deswegen diese Sache ist erlaubt, diese Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Dann ist überliefert worden über bei Abu Dawud Isnad, das Sahih ist über Uqba ibn Amr, über den man sich nicht einig ist, ob er den Propheten sallallahu alaihi wa sallam also getroffen hat oder nicht. Und zwar sagt er, dass man bei dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam über At-Tira gesprochen hat, und dann sagt er, At-Tira, das Beste davon ist Al-Fa'l, das was wir gerade gesagt haben, das gute Wort. وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا. Und es darf einen guten Muslim niemals, es darf einen Muslim niemals abhalten. Das heißt, wenn man ein Muslim ist, wirklich ein Muwahhid ist, Tawhid umsetzt, darf einem diese Sachen, die man hört und sieht, etwas sieht oder hört, ja, niemals davon abhalten, eine Entscheidung, wenn man eine Entscheidung gefallen hat oder eine Entscheidung fallen will. Niemals. Ja. Das heißt, ich darf niemals durch meinetwegen das Brechen von Scherben meine Entscheidung verändern. Niemals. Sagt, la taruddu musliman, es bringt einen Muslim niemals dazu, die Entscheidung zu ändern. Und es weist darauf hin, dass es eine Form des Schirk ist, sonst hätte der Prophet dann nicht gesagt, es hält einen Muslim niemals davon ab. Und dann sagt er, فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتِ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Wenn man etwas gesehen hat, sagt der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, was man hasst, dann soll man sagen, Wallah, niemand erschafft die guten Dinge oder bringt die guten Dinge außer dir, und niemand wendet die schlechten Dinge ab außer dir, und es gibt keine La hawla wa la quwwata illa billah, bedeutet nach einer von verschiedenen Auslegungen, es gibt keine Zustandsänderung von Gutem zu Schlechtem oder Schlechtem zu Gutem, oder besser gesagt in diesem Fall von Schlechtem zu Gutem, wala quwwata, und keine Kraft, dass wir auf diesem guten Weg bleiben, außer dich, wa illa bika, also außer mit dir, Allah subhanahu wa ta'ala. Und jetzt, denke ich, ist die Maghrib-Zeit eingetroffen. Ich schlage aber vor, dass wir nach Maghrib noch ungefähr 5 bis 10 Minuten machen, inshallah. Okay, weil dann sind wir fertig. Aber ich möchte nicht, dass die Brüder, die kommen zum Gebet, auf uns warten müssen. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah, alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala khayri khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Folgende Hadith von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte: At-tiratu shirkun, at-tiratu shirkun, wa ma minna illa, walakinna Allah yudhibuhu bit-tawakkul. Er sagte radiallahu anhu, und es wird dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zugeschrieben, und zwar: At-tiratu ist eine Form des Shirk. At-tiratu ist eine Form des Shirk. Und jeder von uns, Punkt, 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 jeder von uns also, passiert ist, dass er etwas sieht, was Gutes, und dann hat er Hoffnung, dass es was Gutes ist. Oder hört etwas Schlechtes und hat Angst, dass es ein schlechtes Zeichen ist. Dann sagt er, وَلَكِنَّ اللَّهَ, das heißt diese Einflüsterung des Shaitan, وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُلُ. Allah subhanahu wa ta'ala nimmt das weg oder entfernt diese Gedanken durch das Gottvertrauen. Durch die Gottvertrauen. Der Hadith bei Abu Dawud, bei Tirmidhi, und der Tirmidhi, rahimahullah, sagte, der Hadith ist sahih. Und wenn es heißt At-Tiratu Shirk, das heißt At-Tiratu ist eine Form des Shirk. So habe ich direkt übersetzt, weil es im Arabischen auch nicht bestimmt ist. Im Arabischen kommt es auch unbestimmt vor. Und wir wissen, wenn es unbestimmt vorkommt, ein unbestimmter Artikel, At-Tiratu ist eine Form des Shirk. Das heißt, es ist nicht der Shirk, der einem aus dem Islam hinauswirft, solange man nicht denkt, dass, und das denkt inshallah keiner, dass das Wort, was man gehört hat, selbst wirken kann oder ähnliches. Ja. Aber manchen Hadithen kommt zum Beispiel vor, Ash-Shirk, der Shirk. Zum Beispiel sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Bayna al-Rajuli wa bayna al-Shirki wal-Kufri tarku al-Salah. Er sagte, was zwischen dem Menschen und dem Shirk, das bestimmt, und dem Kufr steht, ist die Unterlassung des Gebetes. Und deswegen ist der Hadith ein klarer Beweg dafür, dass es tatsächlich um hier bei dem Hadith, wenn man nicht betet, um die große Form des Schirk geht, um die große Form des Kufr geht, und nicht, wie manche Gelehrte gesagt haben, oder sogar viele Gelehrte gesagt haben, dass es um eine Form des Kufr, um die kleine Form des Kufr geht, wallahu ta'ala a'la. Ja.
So, was bedeutet Gottvertrauen? Gottvertrauen bedeutet, dass man sich auf Allah subhanahu wa ta'ala verlässt, dass er derjenige ist, der das Gute herbeibringt und er derjenige ist, der das Schlechte von einem abwendet und also sich dabei auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut, während man gleichzeitig handelt. Und zwar wie handelt, so wie Allah subhanahu wa ta'ala von einem verlangt hat, dass man handelt. Wenn man sich aber nur einfach auf Gott vertraut und nicht handelt, dann hat das nichts zu tun mit Tawakkul, ja, wie wir es im Islam verstehen. Ja. Dann, dann ist überliefert im Hadith von Ibn Amr, dass Folgendes gesagt worden ist: Man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad ashrak. Derjenige, den at-tiyara abhält, etwas Bestimmtes zu tun, was er vorhatte, der hat Schirk begangen. Und dann sagten sie, Ufama kafaratu dhalik. Was ist die Sühneleistung dafür, die Kafara dafür? Und dann sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, an taqulu, Allahumma la khayra illa khayruk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghayruk. Und zwar, o oh Allah, es gibt nichts Gutes, es sei denn, es kommt von dir. Und es gibt keinen Vogel, es sei denn, er kommt von dir. Und es gibt keinen Gott außer dir. Und das bedeutet auf Deutsch übersetzt, es gibt nichts Gutes, es sei denn, es kommt von dir. Dieser Satz ist klar. Ja? Das heißt, das Gute kommt nicht von dem, was wir gesehen oder gehört haben. Das ist keine Ursache. Und er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, wala tayra illa tayk, und es gibt keinen Vogel, es sei denn, er kommt von dir. Das heißt, du bist der Schöpfer der Vögel. Ja? Und diese Vögel sind, und du hast nicht also dafür gesorgt, dass die Ursachen in dem Vogel sind, irgendwo hinfliegt, das würde bedeuten, dass gut oder schlecht ist. Sondern die sind eine Schöpfung von dir, wie alle anderen auch, und die sind nicht Ursachen für das, was sie dadurch verlangen, durch At-Tiyara. Und dann sagt er, wala ilaha ghayruk, und es gibt keinen Gott außer dir. Das ist der Tawhid, damit man abgebracht wird von dem Schirk, den man begangen hat, und dadurch seine Sünde wieder also reinigt. Ja. Na. Das ist, was wir aus diesem Kapitel gelernt haben. Und eine letzte Aussage von Al-Fadl ibn al-Abbas. Radiallahu anhu wa arda, überliefert bei Imam Ahmad und anderen. Es ist umstritten, ob die Überlieferung authentisch ist oder nicht, aber er sagte, was jetzt nicht im Widerspruch steht zu dem, was wir bis jetzt gelernt haben, und zwar: Innamat tiratu ma andaka aw raddak. Tira ist alles, was dich dazu bringt, etwas zu tun oder dich davon abhält, etwas zu tun. Also etwas Gutes hören, ne? Und was bringt dich dazu, das zu tun oder dich davon abhält. Wallahu ta'ala a'lam. Und wir haben gesagt, nochmal zur Bestätigung, weil das vielleicht nicht, weil man vielleicht das nochmal zweimal hören muss. Und zwar, wenn man etwas Gutes hört oder etwas Gutes sieht und es für einen eine Aufmunterung ist, dann etwas zu erst recht zu tun, ja? Aber nicht, dass man es als Beweis nimmt, dass etwas Gutes passieren wird oder dass die Entscheidung gut ist, dann ist es in Ordnung, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, yu'jibuni al-fa'l, und dann fragten sie ihn, wo gesagt Allah, was ist al-fa'l? Und dann sagt er, al-kalima al-tayyiba, das heißt ein gutes Wort, das man hört. Ja, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.